sehr schönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge. Ich habe ja am Samstag in mühevoller Kleinarbeit meine Rampen an den Fiaks die Platte dran gezimmert. Und heute Morgen habe ich erstmal umgesattelt. Hab den Dreieckser dranhängen. Hab per R914 geladen. Da fahre ich erstmal rüber in den Hof, der muss noch getankt werden. Und dann geht er hier im Ort nach Alzenborn rüber. Warum fährt sich das so komisch? Nach Alzenborn rüber und ja, der macht halt heute einen kleinen Abriss. Ich weiß nicht, ob ich hinfahren kann. Ich glaube eher nicht. Sehen wir dann gleich. Wie gesagt, jetzt fahre ich erstmal rüber in den Hof tanken. Gucken, gleich mache ich die Kamera dran hinten. Mal schauen. Dieses Auto hier vorne, das wird mich. Obwohl. Nö, das passt, okay. Das passt, alles gut. Der Bagger hat ja keine Überbreite. Fahrzeuge. Hausnummer 25 muss ich mal gucken, was für Nummer haben wir hier? Haben wir 9. Hier haben wir die 12. Ja, ich weiß auch nicht. Wenn hier ein Feuerwehrauto durch muss, warum? Mir zu hoch sowas. Hängt mir zu hoch sowas.
Fahr du dorthin. Du dorthin. Danke. 27. Danke.
wieder rückwärts raus. Aber wir sind ja genügend Leute. Ihr seht ja genügend Leute, also von dem her mache ich mir da wenig Druck. Schon bald ein ganzes Jahr so. Hält! Hält! Alles gut! Okay. Euer! Wenigstens eine.
Alter, komm. Dankeschön, Pedro. So, ist jetzt 8:45. Ich bin gleich in Ludwigshafen bei der Uber. Dort lade ich einen A29 Mobilbagger. Und der geht irgendwo bei Sinsheim. In die Nähe von Sinsheim. Ich habe noch keine genaue Adresse. Werde ich jetzt sehen, wenn ich die Überscheine bekomme. So, bin an meiner Baustelle, was heißt an meiner Entladestelle bin ich. 12-Tonnen-Brücke, aber der Polier, der Bauleiter war gerade eben hier, hat gesagt, da fahr mal drüber. Gedanken macht, hätte er auch. Davon Vorteil, weil die Brücke reißt er jetzt halt weg. Also selbst wenn die hier einen Schaden kriegt, sobald ich wieder raus bin, reißt er die Brücke weg. Sinsheim heute Mittag. Beim Abhängen ist ein Hydraulikschlauch von den Bolzen gerissen. Muss ich den Bagger seitlich runter schaffen. Hab mir beinahe in die Hose geschissen. Wenn man das öfters macht, ist das ja gar nicht so schlimm, denke ich. Aber ich habe da wirklich, also katastrophal, waren zwar viele Jungs dabei, die mir gesagt haben, wie, was und wo. Egal. Der Tieflader ist jetzt zu Hause. Ja, ich bin mit nicht ganz verschlossenen Bolzen, bin ich von Sinsheim hierher gefahren. Dann haben wir die Hydraulikleitung gemacht. Dann habe ich, während der Kollege aus der Werkstatt, der Lukas, das gemacht hat, die Hydraulikleitung habe ich abgeschmiert und habe 3 Sekunden Fett reingedrückt und dann lief alles raus. Ist ein Zeichen dafür, dass irgendeine Schmierleitung defekt ist, weil das letzte Mal abschmieren war schon gut 1,5 Wochen her. Und ja, da ist die Schmieranlage ist normalerweise leer. Nach so 7 bis 9,
10 Werktagen muss Fett nachgefüllt werden. Und wie gesagt, es kam sofort Fett raus, nicht in die Schmieranlage, sondern lief dann raus auf den Boden. Dann haben wir das noch gemacht. Dabei haben wir gesehen, dass ein Schmierverteiler defekt ist und ein Rad. Aber nur die Innenseite, nur die ersten 2 Zentimeter auf der Innenseite, da guckt schon der Draht raus. Jetzt wurde die Spur verstellt. Auf jeden Fall steht der Dreiachser jetzt in der Werkstatt. Die Jungs gehen dran morgen. Ich habe jetzt den Vierachser dran hängen. Hätte ich morgen früh sowieso gebraucht. Morgen früh nach Mannheim unseren 946 laden, den nach Kietrich. Und da steht unser 350er Hitachi, der geht hierher in die Werkstatt, der ist auch defekt. Zurzeit macht alles die Grätschi irgendwie. Ich habe keine Ahnung. So, heute ist Feierabend. Punkt 17 Uhr. Naja, sehen uns morgen früh. Entschuldigung. Ihr alle Hackers früh.
verlade jetzt hier noch den Bagger, mache noch die Ketten dran, hänge wieder zusammen. Und mit dem Bagger geht es dann hoch nach Kietrich. Aber da diese Woche eh nur drei Werktage hat oder drei Arbeitstage hat, werde ich euch das in der nächsten Folge zeigen, dass ich überhaupt noch irgendwas zu zeigen habe. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf dem Weg nach Kietrich hoch. Haut rein. Tschö.